Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL für die PlayStation 2. Ich weiß jetzt ganz genau, wie ich das immer aufnehmen werde. Ich werde nämlich ich werde 4 Folgen am Stück aufnehmen. Und dann werde ich mich ausruhen, ich werde eine Folge schneiden und komplett bis zum Hochladen arbeiten. Und während sie hochlädt, werde ich dann weiter aufnehmen. Die Zeit soll mein Hals sich ausruhen. Und warte, er redet jetzt kurz. Du bist noch ganz? Das ist wirklich beeindruckend. Dieser große Raum ist eine Kampftrainingshalle. Wir sind jetzt hier eingeschlossen. Ich kann die Tür erst öffnen, wenn alle Römer verschwunden sind. Viel Glück. Und dann werde ich noch die Zeit, die das alles braucht, dafür sorgen, dass meine Lippen nicht mehr so Dings sind. So klebrig und trocken. Nimm den doch! Und der ist dafür gedacht, mich in die Lava zu schubsen, oder was? So, und dann kann ich hier noch für extra Punkte, Bonuspunkte, über die Lava springen. Und da ist hauptsächlich was zu essen drin. So, nehme ich mir das Upgrade. Ach, hier oben ist gar nichts. Bin ich ganz umsonst gesprungen. Zack, 6er Upgrade. Und dann ist hier nichts mehr. Was ist hier? Ein Schild. Ja, das wäre ein Full Heal gewesen. Das hätte ich vielleicht jetzt nicht einfach verschwenden sollen. Mann. Mann. Ey, das ist so nervig. Komm. Shit. Meine Güte. Oh, da ist noch ein Dreier-Kombo. Multiplikator. Brauche ich aber gar nicht. So. Zack. Okay. Herzlichen Glückwunsch! Das war ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Och Mann. Hallo, ich wollte den gerade nehmen. Hey Mann. Hallo, der ist so voll schwer zu. Alter, ich habe voll die Probleme hier. Stirb. Kann ich nicht nehmen? Nee. Ich muss mich mit dem Feuer lang. Ach so, aber das Feuer. Ah, okay. Es ist gut. Alles gut. Alter. Stab. Hört auf. Yay. So. Da sind die drei schon mal tot. Und die drei auch. Okay, dann hätten wir das auch. Okay, ja, ich darf ja nicht hingucken, damit die spawnen. Zack. Ey, das geht nicht mit Asterix. Das ist einfach unmöglich. Mann, ey. Blöd Asterix. Können die mal spawnen? Zack, zack. Dead. Meine Güte.
So. Jetzt kann Obelix mir helfen. Der kann aber nur schieben, oder? So. Schieben, genau. Zack. Zack. Und dann schieben wir noch den, ziehen wir noch den Stein raus. Wechseln wir den Charakter. Wir müssen jetzt dieses äußerst schwierige Jump'n'Run schaffen. Puh. War gar nicht mehr so einfach. Also das meinte ich jetzt ernst. Ja, geht weg. Lass mich ruhen. Lass mich. Hab nicht viel Leben. Und ich glaube, ihr kommt sowieso unendlich. Oi, 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 oi. Yay. Oh. Bin der Beste. So, komm. Ich weiß, da ging noch irgendwo ein Weg lang. Glaube ich. Aber falls das ein Lorbeerkranz war, dann werde ich da ja irgendwann zurückkommen. Sowieso. Und das werde ich auch in einem Video zeigen, also ist das egal. Hi. Mach mal die Dingerchen kaputt, bitte. Danke. Du auch mal das da. Danke. Okay. Okay. Ich muss zwei Knöpfe aktivieren, damit das funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, wo die Knöpfe sind. Und ich gucke mir mal ansonsten noch die restliche Map an. Ich weiß, dass ich hier gleich wieder einen Jump'n'Run machen muss durch das Wasser. Hier kann Obelix wieder schieben. Und da muss ich jetzt Asterix dann drauf, damit Obelix das auch schieben kann. Okay, okay. Klingt bis jetzt alles nicht so schwer. Komm, nein. Ach Mann. So, dann holen wir uns mal das Feuer. Und fang an. Yay. 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 Yeah. Ja. So, jetzt bin ich Obelix. Kann ich das hier erstmal rüberziehen? Ah, jetzt habe ich verstanden. Ach, wieso? Ich hab nicht so viel Leben. Mann. So, schnell. Schieb's rein. Ah. Pff, die habe ich überhaupt nicht gesehen, ey. Jetzt schnell, schieb's rein. Okay. Ja, man kann den Mauerwurf-Kombo echt nicht mit Obelix machen. Das ist gut zu wissen. Oh, ist das hoch? Okay. Ich muss irgendwas tun. Ah, ich habe die Brücke noch nicht runtergelassen. Okay. Zack. Ja. Och nein. aber Griechenland sieht viel besser aus als die Normandie. Ich weiß nicht, wie man ein Level mit Schnee so hart verkacken kann, aber die Level-Designer haben die Normandie echt schlecht gemacht. Ich liebe Schnee, aber die Normandie ist einfach bis jetzt das hässlichste Level gewesen. Und das schlechteste auch vom Schwierigkeitsdesign her und so. Ich fand die Rätsel alle shitty, ich fand die Kämpfe alle shitty. Also keine Ahnung. Die Normandie war bis jetzt mein am wenigsten favorisiertes Level. Komm. Dann laufe ich hier eben durch. Zünd das an. Und um hier durchzukommen, muss ich erstmal diese Viecher töten. Aua. So.
Mann, ich treff doch nicht. Ich treff einfach nicht. Okay. Oh Mann, Alter, das überlebe ich doch nie im Leben. Okay, man kann hier keine Maus-Kombo drauf machen. Ist irgendwie logisch. Ja. Habe ich irgendwie nicht geschafft. Ich speichere mal kurz. So, dann kriege ich hier wieder volles Leben. Die Steuerung da war übelst schrecklich, aber wenigstens habe ich volles Leben bekommen. So, und dann kann ich hier nochmal komplett drauf. Diesmal ohne Feinde. Uiuiuiui. Alter, lass mich hier durch. Okay, der lässt mich aber auf jeden Fall hier nicht runterfallen. Das ist gut. Hilfe. Oh, das war knapp. Knapp, das war knapp. Obelix? Ach so, ja, ja, stimmt. Die Dinge kann ich auch drehen. Ich will diese Betonwand anscheinend zerstören. Hat mir keiner was von gesagt, aber anscheinend will ich das. Okay, ich habe schon verstanden, was ich machen muss. Ich muss einfach nur die Betonwand so weit wie möglich nach hinten verschieben oder ziehen, je nachdem. Und dann kann ich das hier erledigen. Oh, tatsächlich möchte ich zwei Sachen machen. Einmal nach ganz vorne ziehen und einmal nach ganz hinten. Wieso komme ich auf einmal Gegner? Woher? Und wieso? Und weshalb? Jede Fix. Jede Fix greif an. Jede Fix, ich drücke A1, du kannst auch angreifen. Das Lustige ist, weil Obelix so fett ist, treffen die mich nicht mehr. Jetzt hat mich einer von denen getroffen. Sterbt. So. Griechenland. Wieso habe ich jetzt gerade Griechenland gesagt? Keine Ahnung. Aber ich ist ein Vulkan. Hilfe. Aua. Ich sehe nichts. Okay. Komm, 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 komm. Und piu. Was ist da? Ein Knopf. Mit dem Kopf komme ich hier durch. Obelix nicht. Und dann muss ich wieder ein Feuerrätsel machen. Boah, war das ein schweres Rätsel. Ey, wie habe ich das geschafft? Aha. Alles klar, schon verstanden. Ich verstehe den großen Block da drauf. Dann ist das immer offen. Dann muss ich das... Dann muss ich irgendwo ja Feuer holen. Ich habe auch schon gesehen, woher. Danke, Kamera, dass du auf einmal so kacke bist. So, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gucken, ob ich irgendwas Gutes finde hier drin. Nö. Na dann. Gehe ich damit zurück. Drauf. Lass das explodieren. Ich fand diese Windkanäle. Ich fand diese. Nach. Okay, beruhig dich. Ich fand diese Windkanalrätsel in der Normandie wirklich eigentlich extrem schrecklich. Und wozu ist der Knopf? Ach ja, stimmt. So, dann bin ich hier Obelix. Ich muss die Folge langsam beenden. Seid bloß leise. Kommt näher, meine Freunde. Was ich jetzt sagen werde,
könnte mich ins Gefängnis bringen, aber hier in der Nähe ist eine Bibliothek. Cäsar hat darin einen wertvollen Schatz versteckt. Vergesst, was ich euch eben gesagt habe. In dieser Bibliothek gibt es gar nichts zu finden. Alles klar. Aber ich würde sagen, die Bibliothek gucken wir uns in der nächsten Folge an. Das war's bei dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der Playlist, in der Videobeschreibung ist die Playlist verlinkt. So rum. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Ciao, Leute.